Servus bei Bayern Absolut. Ich bin der Mani. Willkommen beim dritten Teil einer sechsteiligen Serie, nämlich Bayerns Könige. Und heute geht's um einen Maximilian II. Josef. Viele sagen über den, dass er ein bisschen farblos und langweilig war. Was er da hat, er hat die Wissenschaft wirklich extrem gefördert. Natürlich gibt's auch eine Straße, die nach ihm benannt ist. Und was er sonst Neues da hat, das schauen wir uns in der Folge an. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Anhören. Grüß dich, Sigi, habe die Ehre. Grüß dich, Manni, ich freue mich. Ich habe gesagt, ein farbloser Kini, meinst du, dass man da halt den ein bisschen anstreichen können? Ja, mei, ein bisschen langweilig ist das schon, was der so gemacht hat. Also ist nicht so, weißt du, so königlich wie der König Ludwig II., der da so ein Märchenkönig war, oder wie der Großvater quasi von ihm. Aber ein bisschen was vorangetrieben hat er schon auch. Maximilianeum hat er, glaube ich, gebaut, gell? Das Maximilianeum ist nach seinem Tod fertiggestellt worden, aber er hat das in Auftrag gegeben, ja, hat eine Stiftung gegründet. Für Hochbegabte. Für Hochbegabte, das ist das, was man oft eigentlich heute so gar nicht mehr weiß, gell? Dass man meint, ja gut, da sitzen die Großkopferten im Landtag drin, übrigens seit 1949, aber was man oft nicht so weiß, das ist, dass da die Hochbegabten auch noch drin sitzen. Die dürfen da studieren. Die dürfen studieren. Mhm. Und was heißt jetzt hochbegabt? Ich habe gelesen, so 6 bis 9. Und bis 19. Ja, alt. Ja. Nein, nicht ja. nein, Stück. Was bloß? Ja, deswegen ist es sehr elitär. Und seit 1980 dürfen auch Mädels also da studieren. Also jetzt weiß ich nicht, ob das verdoppelt worden ist deswegen, aber es ist doch wirklich eine kleine Anzahl. Also Hochbegabtinnen. Ich weiß nicht, was ich sage. Hochbegabtinnen. Hochbegabte sagt man doch auch, oder? Ja, darf man schon sagen. Ja, also, gell? Hochbegabte, aber die sind wirklich hochbegabt. Also das ist nicht so, dass die Mama, sage ich mal, dass die Mama sagt, mein Bub ist hochbegabt. Ja, genau. Da gibt's aber, ja, da hat es ja noch mehr geben. So gell? Ungefähr. Ja, ja. Sie arbeitet im Sekretariat vom Ministerpräsidenten und dann darfst du da hin, oder? Nein, das nicht. Also das wird vorher getestet, schaut's ja mal. Ja, da gibt's. Das ist jetzt nicht Kern vom Maximilian II. Genau. Von der Folge, aber es gibt da schon ein Kuratorium und so einen Entscheidungsprozess, wo sie das natürlich genau überlegen, wie das geht. Ja, Maximilianeum. Da sind wir ja schon direkt drin in seiner Prachtstraße. Gell? Genau, das ist direkt an der Maximilianstraße. Und genau in der Mitte, Richtung Max-Josefs-Platz, da steht das Max-Monument. Genau. Die Statue quasi vom Max dem Zweiten Josef. Ja, was da ganz lustig war, die wollten ihm zur Ehre die Statue schon aufbauen, gell? Und dann hat er gesagt, bitte wart's, bis ich gestorben bin, sonst kann ich da nicht mehr vorbeigehen. Vor lauter Selbstscham. Ich weiß nicht, ob Selbstscham. Ich meine, normalerweise kriegst du doch eine Statue, wenn du gestorben bist, oder? Ja, es gibt schon ein paar Ausnahmen, aber... Ja, manche, die haben sich das zu Lebzeiten schon aufstehen lassen, weil sie so stolz sind auf sich selber. Ja, der Arnold Schwarzenegger, glaube ich, hat eine, oder? In Graz, in der Steiermark oder irgendwo da. Da gibt es so eine, wo er so bodybuilding-mäßig dasteht. Aha, ja. Aber normalerweise als Regent, nein, da die alle überwarten, bis ich gestorben bin. Ja, das ist ja ganz vorteilhaft, dass das Max-Monument da so frei zugänglich ist, weil normalerweise müsstest du ja für alles Mögliche, was du anschauen möchtest, einen Eintritt zahlen. Mhm. Und wenn du jetzt da beim Einkaufen fertig bist in der Maximilianstraße mit Uhren und anderem Klunker, genau, da hast du dann, ja, wenn die Kohle einfach nicht mehr da ist, dann kannst du das Max-Monument kostenlos anschauen. Wie hat einer gesagt, was ich gelesen habe, wenn du in der Maximilianstraße eine Stunde lang stehst, dann gingen Millionen an dir vorbei. Ja, aber wenn du da direkt auf der Straße stehst, musst du aufpassen. Ich habe einmal geschaut, bin mit dem Radl stehen geblieben, da hat mich fast der Trambahn zusammengefahren. Trambahn? Ja. Naja, du hast da auch schon wirklich gar keinen Anspruch. Ein anderer, der hat sich da irgendwie vom Lamborghini oder Ferrari oder sonst was zusammenfahren lassen und du von der billigen Tram. Also billig sind die nicht und ich habe ja, weißt du, mehr so den Anspruch Bescheidenheit. Bescheidenheit, gell? Passt auch zum Max den Zweiten Josef. War auch an sich ein Bescheidener in sich gekehrt. Na ja, gut, bescheiden. Die haben natürlich schon eine Vergnügung gehabt. Der hat natürlich viel Reisen auch gemacht in Europa und hat sich auch ein paar Immobilien natürlich zugelegt. Aber ja, verglichen mit anderen Monarchen war er schon eher ruhiger.
Ja, darum hörst du ja nichts. Also keine Skandale drum oder sowas. Hört man nicht so viel, gell? Genau. Der ist schon einer von den weniger bekannten Kini gewesen. Ja, genau. Wenn nicht gerade der am wenigsten bekannte. Ja, keine Skandale mit der Lola Montes oder so hin. Nein, Geschichten. Gar nichts. Auch keine Märchenschlösser, keine ganzen Sachen. Ein normaler Mensch. Ja, gut. Aber wir kommen schon noch drauf, was er gemacht hat. Er hat sich nämlich bei einer Sache ganz groß hervortan. Aber jetzt gehen wir zurück zu seiner Thronbesteigung. 1848. Also wenn man nicht viel weiß in Geschichte, es gibt ein paar Daten, die wo man sich merken kann, und das ist immer ein super Datum, weil 1848 nämlich genau Revolutionszeit war, Versammlung in der Paulskirche, Märzrevolution, also quasi wo das Bürgertum begehrt ja schon auf, schon länger, und da 1848 war eben dann das, wo sein Vater abdankt hat, weil er keinen Bock mehr gehabt hat. Mhm. Naja, der Druck war so groß, und durch das, dass er gesagt hat, naja, bloß mal unterschreiben mag ich nicht, dann drehe ich ab, und dann hat er sein Bruder hin müssen. Und jetzt ist sein Bruder mitten in der Revolution drin. Die Situation ist jetzt folgende. Wir sind im Deutschen Bund. Totales Chaos. Bisschen ein Chaos. Ja. Im Deutschen Bund ist drin Preußen und Österreich als Großmacht. Und dann 40 so Mittel- und Kleinstaaten. Da hast du was zum Tor. Da hast du was zum Tor. Und dann hat der noch eine Berlinerin geheiratet, oder? Ja, der hat eine Berlinerin geheiratet. Vorher schon. Die Marie Friederike von Preußen. Genau. Ich glaube, das ist der Beginn vom Ende. Das erzähle ich gleich. Lass mich kurz bei der Revolution da bleiben, mit was er da für Aufgaben gehabt hat. Er wollte ja, die Preußen wollten ja die Macht, gell? Dann hat so die Idee einer kleindeutschen Lösung gegeben, man haut die Österreicher aussehe und Preußen führt dann das ganze Reich an. Und die Idee von unserem Max II. War, wenn es Preußen und Österreich gibt, dann macht man doch eine dritte Macht, und zwar die ganzen kleinen Staaten, und die führt dann Bayern an. Das wollten aber die anderen natürlich wieder nicht. Gell? Weil die wollten auch selbstständig sein. Ja, jeder will irgendwie selbstständig sein, hat auch nicht hingehaut. Und dann ist es einfach so weitergegangen und haben es da hingewurstelt. Ja, dann ist der hingegangen eigentlich. Dann, also irgendwie hat man so Stück für Stück die Regierung oder die Verantwortung und die Regierungsverantwortung abgegeben. Hat er auch, ja, genau. Jetzt an den Landtag ein bisschen was, Ministerialverantwortung, heißt sich das? Genau. Ja, du hast ein bisschen was gelesen im Vorfeld. Ja. Sehr gut. Ja, Ministerialverantwortung, früher waren die Minister dem König verantwortlich und jetzt sind sie dem Landtag verantwortlich, gell? Also die müssen sich mit dem Landtag abstimmen. Es ist natürlich wieder mehrer Macht gegenüber dem Landtag, der ja seines Zeichens normal die Vertretung des Volkes sei soll. Soll, ja. Ja. Er hat auch gesagt, der König Max II., ich bin stolz, also ich zitiere jetzt, ich bin stolz, mich einen konstitutionellen König zu nennen. Das hat er so gesagt. Ja. Und wenn man sich fragt, was sag mal du das Wort. Genau das gleiche Problem. Konstitutionell. Genau, also das heißt, dass der König nicht mehr tun und lassen kann, was er mag, sondern dass er von der Verfassung eingeschränkt ist und da die Aufgaben beschrieben sind. Konstitutionell heißt sie das. Hat er dann seine Vorschläge gemacht vor dem Landtag und das ist dann abgesegnet worden oder nicht? So schaut es aus, ja. Mhm. Genau. Der Landtag hat dann auch Gesetzesinitiative gekriegt. Also früher ist es alles vom Kini dann gekommen. Und da war es dann so, dass auch der Landtag selber Gesetzesinitiativen starten hat dürfen. Und die haben ihr Veto einlegen dürfen auch. Wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, wenn ich jetzt Kini war, dann sage ich, du Kini warst, ja. Ich schaffe auch. Und der Landtag darf zwar seinen Senf dazugeben, aber bestimmen tue immer noch ich. Ja, das ist ja das. Da hat es ja sein Vater schon so schwer da. Das war ein Prozess, dass immer mehr Macht vom Kini weggegangen ist auf die Bevölkerung, sage ich jetzt einmal, in Form von Ministern und Landtagsabgeordneten. Na, Sigi, so einfach hast du es da nicht mehr gehabt. Sein Großvater, der hat noch da lassen können, was er mengen hat. Das war aber alles nicht verkehrt, was er da gemacht hat. Obwohl das der auch im Landtag dann schon, der hat sein Großvater den Landtag eingeführt. Und über die Jahre ist die Macht vom Kini dann immer mehr beschnitten worden. Also da hättest du jetzt diese absolute Macht nicht mehr gehabt. Eine gute Idee ist dann irgendwie verkommen und dann ist die Macht geschwunden. Ja. So muss man sagen, aus einer guten Idee raus, sich selber das Wasser abgegraben. Ja. Oder? Ich glaube, dass die keine Wahl gehabt haben. Also man muss sagen, in den Jahrzehnten, wo das jetzt war, liebe Zuhörer, herzlichen die anderen zwei Folgen auch noch mit, dann kriegt man das ganz schön mit, wie die Macht immer weniger geworden ist. Aber
auch wenn sie es selber beschlossen haben und auch wenn das modern war, dass Bayern da recht früh dran war mit der Übergabe der Macht auf das Volk, die waren nicht ausgekommen. Das war damals die Revolutionszeit, wie gesagt, 1848, da das Spitzendatum. Hat es gescheit rumort. Da hat es rumort, das ist nicht gegangen. Die haben einen Druck gehabt, die Kini haben nicht mehr so da und lassen können, wie es Mengen haben. Da war er nie ausgekommen. Ich darf einmal vermuten, freiwillig eine Macht abgeben, das tut selten etwa. Ja, vor allem, es hängt ja so viel mit dran. Ich meine, das kostet ja alles ein Geld. Die Monarchie jetzt, oder was? Ja, genau, die Monarchie, weil wenn du schaust, die Kutschen, die Reiterei und also ja, wirklich auf die Spitze getrieben hat es ja der Ludwig II., wo wir dann nächstes Mal reden, da war dann irgendwo schon Skepsis im Volk, wer das irgendwann zäunt. Ja, sicherlich, sicherlich. Gerade immer zu so Zeiten, das war jetzt bei Max den Zweiten nicht, aber bei so Zeiten, wo das Volk auch mal gehungert hat zwischendrin, da wird das natürlich ganz kritisch gesehen. Du willst was von der Heirat. Du bist ja so ein Romantiker, Sigi. Jetzt, was du sagst, die ja, Heirat. Genau, total. Ja. Also, er hat eine preisige Heirat, sagst du. Was sagst du dazu? Ja, vielleicht hat es ein Kunststück hin. Ein Kunststück? Mhm. Ein Kopfstand, oder was stellt man sich da vor unter dem Kunststück? Du kannst dir vorstellen, was du magst. Aha. Das war bestimmt eine gute. Das war ein Preissinn, aber kein Saupreissinn, gell? Mhm. Muss man ganz klar sagen. Da brechen dann manchmal schon Diskussionen los, gell, bei dem Thema. Ja, da brechen Diskussionen los. Das habe ich auch mitgekriegt, gell, auf den sozialen Medien bei uns einmal, ja. Nein, er war 31 schon, wie er geheiratet hat. Und, ach, oder vielleicht der Zweite. Nein, du willst Romantik als Erstes. Also, er hat die geheiratet, da war er 31 und sie war 16. Marie Friederike von Preußen. Nochmal, die war 16? Sie war 16 damals, ja. Okay, das ist damals ganz normal gewesen. Du hast nicht so wie heutzutage Zeit gehabt, bis du 55 bist, dass du erwachsen wärst. Da ist man schnell erwachsen geworden früher, das, gell? Vor allem im Hause der Könige. Im Hause der Könige, ja, wenn es gerade passt hat. Aber das muss eine Spitzenfrau gewesen sein. Die ist nämlich angekommen in Minger an der Ludwigstraße, ist empfangen worden. Und was ich gelesen habe, die muss anscheinend außer sein aus der Kutschen. Natürlich prachtvoller Empfang, die Leute haben gejubelt. Muss eine recht hübsche Frau gewesen sein. Oder ja, Frau muss man schon sagen, gell? Und dann ist die los, außergestürmt und hat unseren Max den Zweiten gleich umarmt. Meischi. Jenseits des Hofzeremoniells, musst du mal überlegen, da siehst du schon, dass das gar nicht so, wenn man es manchmal meint von den Preisen, dass die vielleicht kühl sind, sondern das war eine herzliche. Ja, nicht schlecht. Mhm. Vielleicht doch eine ganz gute Partie, die uns ja im Endeffekt ja auch den König Ludwig II. Und den Otto den Ersten geschenkt hat. So schaut's aus. Genau. Ha, Königin Mutter war sie quasi. Königin Mutter kennt man ja sonst nur aus Großbritannien, also oder? Aus England, gell? Ja. Ja. Haben wir aber auch einmal gehabt. Ist zwar schon über 100 Jahre her, aber wir haben auch einmal Königin Muttern gehabt. Das kann man ein bisschen promoten. Weißt du, was die ja gemacht hat? Die war eine begeisterte Bergsteigerin, gell? Und dann hat die auch die bayerische Tracht, das war was Maximilian auch gefördert hat, weil Volkskunde hat das damals geheißen. Und der hat gesagt, man muss mehr über das Brauchtum von den Leuten wissen, also von den Bayern und die Traditionen. Und deswegen spielt die Tracht eine Riesenrolle. Er, seine Familie, waren die Ersten, die sie in Tracht auch fotografieren haben lassen. Die haben das hoffähig gemacht quasi. Die haben es hoffähig gemacht. Und sie ist gerne in Tracht umeinander gelaufen. Sie hat sogar, und sie sind so gern zum Bergstein gegangen. Und sie hat extra fürs Bergsteigen, weil ja diese Damenkostüme und was die da so gehabt haben, die waren ja unpraktisch zum Wandern und Bergsteigen. Da hat sie sich so High-Heel-Bergschuhe gemacht. Ja, das waren jetzt keine High-Heel-Bergschuhe. Weißt du, was sie gemacht hat? Ein Fop. Also unglaublich, die Leute haben gesagt, wie sexistisch oder wie verrucht ist denn das? Die hat sie nämlich in Hosen oder Kleidel gemacht. Ach, das geht ja wirklich nicht. Jetzt pass auf, wo man sogar ein Knie gesehen hat. Ans Knie hin? Ein Knie. Unten ein Knie. Dann haben die Leute gesagt, ein Skandal. Eine Sauerei. Wahnsinn, gell? Furchtbar. Also so viel Haut. Der Klerus hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Da siehst du, wie man die Zeit einfach anders hat heutzutage, gell? Eine wirklich gute Frau hat er da gerückt. Ja. Wie ist es weitergegangen? Ich sag dir, wie es vorher war.
Er und sein Vater, die haben nämlich ein Problem gehabt. Ist nicht so, dass der eine jede Nummer hat, gell? Oder hat er wieder müssen? Nein, die hat er sich selber ausgesucht. Mhm. Das war nämlich auch so, der Zar, ich glaube, weiß nicht, Nikolaus oder, also der Zar auf alle Fälle, der wollte, dass unser Max der Zweite die Tochter von ihm heiratet. Genau, das habe ich auch gelesen, die Olga. Die Olga. Und dann ist sein Vater und er haben es angeschaut und dann haben es beide gesagt, wie ist das so schön gestanden gewesen? Sie haben beide nichts empfunden. Sie haben beide, ja, da habe ich auch sehr gelacht. Also auf gut Deutsch, dann habe ich mir gedacht, ja, nichts empfunden. Ja, war das so ein schiercher Scherm oder was war da los? Habe ich mir so ein bisschen Fotos angeschaut. So gesund hat es nicht ausgeschaut, gell? Also hast du auch so ein Gemälde, muss man ja sagen. Ich hab das nicht mehr gesucht, ich habe das so lustig gefunden, wie, also kein Interesse. So ganz fein ausgedrückt, das war nichts. Ja, da hat es auch wieder gefahren, da war der Vater natürlich von ihrer angepisst. Missstimmung, da war der Zar sogar in Bayern zur Kur und dann hat er gewünscht, keine Präsente und nichts aus München zu bekommen. Ich glaube, das hat er auch öfter gehört. Meinst du? Was seine Tochter angeht, ja. Das kann man schon vorstellen. War ja genügend Auswahl da. Ja. Also ein Bayern nimmt natürlich nicht alles und an jeden. Gell? Jetzt, wie man alle so an die Könige denkt, gerade jetzt mit seinem Vater, der wo ja viel Gebäude gebaut hat, überlegt man sich auch, wo sieht man denn im Stadtbild an Maximilian, den ersten? Es gibt ja auch so viele verschiedene Maxe, dass du wirklich überlegen musst. Den zweiten meinst du? Genau, natürlich, wir sind ja beim zweiten, was er gemacht hat. Und eigentlich so sei Prachtstraße war die Maximilianstraße. Eigentlich einfach. Schon. Wer hat das geplant? Der hat einen Namen gehabt. Echt, oder? Ja, aber den weiß ich nicht mehr. Ah, okay, gut. Aber wenn du mich schon so fraglich herausforderst... das Wort heißt Statue, das Max-Monument, die Skulptur, wer die gemacht hat. Genau, wer das gemacht hat. Das war ja ein Preisausschreiben, das war halt so eine Ausschreibung. Ein Preisausschreiben? Das war tatsächlich ein Preisausschreiben, weil der war aus Westfalen. Aha. Und der heißt Zumbusch, Kaspar von Zumbusch. Ach, da ist er her. Aha. Genau. Und der schaut auch aus wie der Wilhelm Busch. Weiß ich nicht, wie der ausschaut. Der hat das architektonisch oder irgendwie gezeichnet und hat da die Entwürfe... Nach dem Entwurf haben sie das gemacht. Ja, hast du das gelesen? Hat dann da, ich weiß nicht, Stadtminger oder wer das war, was ausgeschrieben und der beste Entwurf ist genommen worden? Genau, oder fünf oder sechs waren es. Da schau her. Gell? Mhm. Also jetzt zurück eine Frage an die Sigi. Was, also er hat einen Stil geprägt, gell, der Maximilian-Stil genannt wird. Und letztendlich ist das Neugotische ein bisschen mit ein wenig Veränderungen. Und jetzt wollte ich dich fragen, ob du weißt, welche Gebäude das von nach diesem Stil gemacht worden sind in Minger. Ich glaube, ein Haufen an der Ludwigstraße ist die Staatsbibliothek. Nein, Ludwigstraße war nicht seine Baustelle. Ludwigstraße. Na Gott, die Max-Vorstadt ist ja vom ersten. Falsche Richtung. Nein, warte. Falsche Richtung. Nein, verzeih. Ich bin da. Giersinger Kirche. Ach was, echt? Ja, wirklich. Das ist im Maximilian-Stil. Wenn du da auf Zeiten schaust, dann heißt es Neugotisch, weil eben Maximilian-Stil eine, was weiß ich, Erweiterung des Neugotischen ist. Das zum Beispiel. Oder in der Sonnenstraße, die Frauengebäranstalt. Eine Frauengebäranstalt? Ja, unter dem Namen kennst du es nicht. Du weißt, da ist heutzutage eine Klinik, also dieses rote Backsteingebäude, das steht alle noch. Die alte Post. Die alte Post, genau. Ja. Da wo heute so ein Burgerbrot drin ist und eine Klinik ist da drin. Das geht auf sein Ding zurück. Hohenschwangau hat er auch gemacht. Mhm. Da ist er spazieren gegangen und dann hat er gesagt, hey, was ist denn das? Die Ruine da oben, die schaut eigentlich ganz gut aus. Und dann hat er angefangen, da, das zum Bauen. Dann ist das Sommersitz geworden. Und vier Jahreszeiten auch in der Maximilianstraße. Ist das schon so alt? Das, die haben innen drin einmal wieder ein bisschen renoviert. Gerade erst vor ein paar Jahren. Aber ansonsten ist das Gebäude schon alt, ja. Ja, nicht schlecht. Oder hat es da schon länger gegeben? Nicht schlecht, hä? Nicht schlecht. Und die ganzen Türme, also die Tore, nicht die Türme, das Karlstor, Stachus oben, Isartor, oder ist das noch von ganz weit früher? Das hat nichts mit ihm zum Tor. Ich glaube, dass das vor der Königszeit war, glaube ich. Weil an die Tore siehst du ja auch noch, welchen Umfang, dass das ganz alte Minger gehabt hat.
Genau, das war der innere Stadtkern. Genau, und alles draußen mit Max Vorstadt, Ludwig Vorstadt, Isar Vorstadt, das ist ja dann danach erst alles dazugekommen. Unter anderem halt durch die Könige natürlich. Nein, also die Tore sind nicht von Max, die hat schon wesentlich vorher gegeben. Entscheidungsschwach soll er gewesen sein. Entscheidungsschwach? Ja. Ja gut, aber das hat ja der Landtag entschieden. Ja, aber er hat ja trotzdem auch ein paar Sachen entscheiden müssen. Ja, was hat er denn außer dem Maximilian-Näschen-Stil, nennt man das so? Maximilians-Stil. Den Maximilians-Stil, was hat der dann, sage ich noch, entworfen? Architektonisch meinst du? Ja, hat der das auch geschafft oder ist ihm das herangetragen worden, dass er gesagt hat, ja, wir hätten da vielleicht eine Idee für ein Gebäude, wir brauchten da ein Gebäude für die Gebäranstalt. Aber du weißt doch, Akini, der hat die Ideen immer selber. Also, das ist ja nicht, dass der von jemandem noch eine nimmt, sondern der hat die immer selber. Stimmt. Gell? Stimmt, da war was. Ja. Na, aber was, wenn du jetzt fragst, was ist seine große Nummer? Also, man überlegt immer so, der König hat das gemacht und der König hat das gemacht, aber die große Nummer von ihm war für meine Begriffe die Forschung und Wissenschaft. Hat er vorangetrieben. Mhm. Und da passt das dazu, weil ich gerade gesagt habe, das soll als zögerlich wahrgenommen worden. Leider haben wir gesagt, ja, der will nichts entscheiden. Der hat sich immer so viele verschiedene Gutachten vorlesen lassen, bevor er irgendwas entschieden hat, weil das so ein wissenschaftsgläubiger Mensch war. Er hat gesagt, er war selber gern Professor geworden, wenn er nicht Kini geworden war. Naja, mei, ist auch nicht so schlecht, oder Kini? Nein, ich glaube, Kini ist besser. Na, du träumst dir heute noch davon. Was? Ich? Ja. König Sigi von Giersing. Keine Ahnung. Der Kini von Giersing? Der Borzenkini, oder was? Der Borzenkini ist er, der Sigi. Ja, das war doch. Ja, du kannst ja schauen, vielleicht kannst du ein heiraten ins Königshaus. Interessant, gell, dass sich der König in Bayern, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, also es gibt ja nur Monarchie, aber der Oberste ist kein Kini mehr, sondern ein Herzog. Herzog waren sie ja, bevor es Könige waren. Aber da hat es ja jede Menge gegeben. War der Herzog... Also der Herzog ist was Besseres wie der Kini. Nein. Der Kini ist Herr. Mhm. Kini ist im Prinzip das Höchste. Du hast zwar noch Kaiser, aber im Prinzip ist Kini so das Höchste. Ja. Sind die gekrönt worden auch? Weil man die deutschen Kaiser sind ja in Aachen in der, weißt du, das war römisch, ganz früher. Ganz früher. Und dann? Mhm. Weil ich meine, die Könige, die haben ja auch Kronen gehabt. Ja, die sind schon gekrönt worden. Ja, freilich. Ja, wer hat das da gemacht? Das waren teilweise gar keine, im Detail weiß ich es nicht. Mhm. Wir sind jetzt bei den bayerischen Kini, fragst du, gell? Ja, genau. Ich weiß nicht im Detail, ich glaube aber, dass das nicht so groß zelebriert worden ist. Also man hat das innerhalb der Familie gemacht? Man hat es innerhalb der Familie gemacht. Das war nicht mehr so pompös wie früher, wo das auch noch so dieses Riesensymbol war. Da hat er das auch wirklich was bedeutet, die Königskrone aufzuhaben. Mhm. Weil du hast ja früher da lassen können, was du hast in dem Land. Und das war ja da nicht mehr so der Fall. Also jetzt war mehr so Kaffee und Kuchen mit im Kreise der Familie, Kerze ausblasen, Krone auf geht's, jetzt sind wir Kini. Ja, möglicherweise. Ja. Ich war nicht dabei, okay. Aber das kann schon sein. Mal nachlesen. Ja. Es gibt eine Münze, wo sein Vater abdankt hat. Und da gibt es, die prägen ja oft gern Münzen, gell, mit so Ereignissen. Und da gibt er die Krone an seinen Buben, so symbolisch dargestellt. So eine Gedenkmünze. So romantisch, gell? Naja. Ja, wenn es romantisch ist, ja. Traditionell und weiß nicht, irgendwie so ein wichtiges Wort fällt mir jetzt nicht ein, so, wo man so sagt, jetzt wäre der Kini oder so. Du meinst so staatstragend oder sowas? Ja. Nein, so, das glaube ich war es nicht. Mhm. Das glaube ich war es nicht. Es war sogar so, wie der erste Kini geworden ist, da hat es ja die Krone noch gar nicht gegeben, also die Königskrone, die ist erst danach, fertiggestellt worden. Genau. Ach, stimmt. Also das war schon nicht mehr, wo die Bayern Könige waren, das war nicht mehr die Zeit, die du im Fernsehen dir immer vorstellst mit diesem riesen Pomp und alles. Das war da schon am Abflauen. Auch, weil man sagen muss, die bayerischen Kini, also jetzt sind wir ja erst beim dritten, insgesamt hat es ja 6 gegeben, plus halt einen Prinzregenten, aber die waren bisher doch bescheiden. Also zu sich selber im Leben, im Lebensaufwand her verglichen, muss man tatsächlich sagen. Und jetzt fragst du oder der Zuhörer, wann kommt er jetzt endlich zu dieser wissenschaftlichen Geschichte da? Warum ist der für die Wissenschaft so interessant gewesen?
Ja, verzeih. Ich möchte es auch wissen. Jetzt möchte ich es doch wissen. Ja, ja, jetzt könnte ich natürlich sagen, dass er sich als... Und jetzt sagt er, jetzt weiß er es nicht. Als junger Mann, natürlich. Natürlich weiß ich es. Ich will doch keinen dumm sterben lassen. Ich selber wollte auch nicht drum sterben, darum habe ich es nachgeschaut. Der hat als junger Mensch sich schon immer mit Gelehrten umgeben. Der wollte immer wissen. Und das hat ihn dann auch später quasi, jetzt hätte ich beinahe gesagt, verfolgt. Aber er hat sich überlegt, wie kann ich Bayern groß machen? Sein Vater hat gesagt, militärisch geht's nicht. Also mache ich das architektonisch und hat halt griechische Bauten, italienische Bauten, wollte über das machen. Er jetzt hat gesagt, ja, militärisch geht's nicht, weil Preis und Österreich immer noch so stark sind. Und jetzt mache ich es über die Wissenschaft. Dann hat er geschaut, dass viele gute Wissenschaftler nach Bayern kommen, nach Minger an die Universität. Und diese sogenannten Nordlichter sind nicht immer so gut aufgenommen worden, weil es halt immer so gescheit waren. Haben immer, naja, wie soll ich sagen, haben natürlich auch Auftreten gehabt. Ich meine, heute muss man sagen, ist ja Wissenschaft, Forschung, da ist ja Bayern wirklich gut dabei. Aber damals war da noch nicht so viel. Hat schon gegeben, aber war noch nicht so viel. Und dadurch, glaube ich, hat die Bevölkerung auch so ein bisschen argwöhnisch da drauf geschaut. Und zurückgekommen, wo ich vorhin gesagt habe, diese zögerlichen Entscheidungen, der hat sich Gutachten so viel vorlegen lassen und wollte alle Meinungen und wollte quasi, hat sich so angehört, als ob er die perfekte Entscheidung treffen wollte. Und dann hat die Bevölkerung gemeint, die Nordlichter steuern ihm auch zum Teil. Er hat ja selber in Berlin studiert auch, oder? Er hat studiert in... Berlin und Göttingen. Ich glaube, in Göttingen ist mir nur ein Begriff. Genau. Ich weiß jetzt gerade nicht, du sagst das. Ich glaube, Berlin war das oder so. Da hat er natürlich einen Haufen Leute kennengelernt, die er dann importieren kann. Richtig, Göttingen und Berlin, siege gerade Geschichte, Staatsrecht und Völkerkunde. Ja, ja, der hat wirklich ein paar gute hergeholt. Auch der Pettenkofer, der ja seines Bayer war, das war der erste Professor in Deutschland für Hygiene. Also der hat wirklich total viel doofe Wissenschaft. Das muss man ihm sagen. Und alles, was möglich war, dann hat er gesagt, ja, wir können das machen. Er holt natürlich die ganzen Gelehrten runter und er muss weiter fördern, hat er sich gedacht. Und da gibt es eben das Maximilianeum, wo er auch die Hochbegabten gefördert hat. Ja. Und zwar mit dem Hintergrund, dass er welche für die Staatsverwaltung halt auch hat, aber so Jünglinge, wie es damals geheißen hat, sind da gefördert worden. Und er hat auch den Maximiliansorden gegründet. Kennst du den? Hast du den schon mal gehört? Maximiliansorden? Mhm. Das ist jetzt nicht irgendeine Medaille oder so, sondern doch. Ist das eine Auszeichnung? Ja. Mhm. Wissenschaft und Kunst. Wer da Außerordentliches geleistet hat, der hat den Maximiliansorden gekriegt. Und den gibt es bis heute noch, beziehungsweise wieder. Bewerben wir uns. Wissenschaft und Kunst. Bist du hochbegabt, oder? Hochbegabt. Nein, sonst war ich ja Maximilianeum gewesen. Stimmt. War ich nicht. Aber vielleicht kriegt man den auf einem anderen Weg. Du, am nächsten war ich ja Maximilianeum, wie ich einmal drauf vorbeigefahren bin. Gibt es ja Besichtigungen, gell? Vielleicht gibt es Besichtigungen, ja. Kann man schon mal reinschauen. Er war ein bisschen ein, wie soll ich sagen, ein widersprüchlicher Kini war er auch. Der war so mit den Gelehrten und Wissenschaften, das hat ihn so interessiert und da war er so unterwegs. Dann hat er keine Zeit zum Regieren gehabt. Aber schwer hat er, ja, hat nicht mehr so viel müssen, gell, wie seinerzeit, weil ja der Landtag und die Minister viel mehr gemacht haben. Aber wo er sich schwer da hat und das war mit der normalen Bevölkerung. Der hat mit denen nicht so recht reden können. Er war mehr so, sagen wir, zu den gescheiten Leuten hinzogen. Ja, das habe ich gelesen, dass das Problem seine Söhne auch gehabt haben mit ihm. Also der war da nie so väterlich und nie so der Erzieher oder der das Wissen dann auch vermitteln kann. Ja, ich denke, da werden wir in der nächsten Folge drauf kommen, wenn wir beim Ludwig II. Sind, das Verhältnis zu seinen Kindern war nicht so herzlich. Da hat er nicht richtig, hat er gesagt, was soll ich mit meinem Buben spazieren gehen? Der spätere König Ludwig II. Ich weiß nicht, was ich reden soll mit ihm. Ja, wir haben nichts zum Reden. Muss er wirklich so gesagt haben. Hat es ein paar Mal probiert, aber hat dann nichts gebracht. Ja, das ist aber schlimm. Das ist schlimm. Ja. Gibt es aber mehrere in der Geschichte, die nicht, wo es so gegangen ist. Gell? Nee. Und so Verhältnisse. Auf alle Fälle
obwohl er mit den einfachen Leuten nicht reden hat können, hat er trotzdem, weiß nicht, kann man sagen, ein Herz gehabt, aber er hat viel Soziales da. Ein Herz hat er auf jeden Fall gehabt. Weil beerdigt haben sie ja die Herzen alle in Altötting. Genau, in der Gnadenkapelle, ja, genau. Gell? Was hat er denn gemacht, Soziales? Er hat die Bauern befreit. Kannst du dir das vorstellen, dass die Bauern so von dem Grundherrn abhängig waren? Der hat Entscheidungen treffen dürfen, das war ja vorher bei seinen Vorfahren, ist das schon immer weniger geworden, aber die haben immer nur Abgaben an den zahlen müssen. Später war es dann der Miet- oder Pachtzins, aber trotzdem. Das heißt ja dann bloß anders. Ja, und was so krass war, stell dir vor, die Grundherren, die haben damals so richterliche Sachen entscheiden dürfen. Und also die haben das Gesetz gesprochen quasi? Zum Teil haben die Gesetz gesprochen. Mhm. Und wer waren diese Grundherren? Gibt es da irgendwelche prominenten Vorzeigegrundherren? Nein, da kann man schon ein paar aussuchen, aber weißt, du hast da halt irgendwie nach dem Raubrittertum wahrscheinlich irgendwas erobert und dann hast du es nicht selber bewirtschaften können, dann hast du es die Leute gegeben. Und du hast bestimmt dafür über die. Ganz früher, das war es sogar, was ganz früher, das, es war sogar nur so, dass du fragen hast müssen, ob du heiraten darfst. Jetzt nicht mehr bei Max dem Zweiten, aber bei seinen Vorgängern, bei irgendwelchen, ja, weiß nicht mehr genau bei wem, war das noch der Fall. Und selbst da, dass du sagst, dein Grundherr entscheidet so Rechtssachen, das ist unglaublich. Und das hat er da geändert. Die Gerichtsrechte sind alle an den Staat gegangen und die Rechtsprechung ist auch, was ganz wichtig ist, vereinheitlicht worden. Weil kannst du dir ja vorstellen, ein Grundherr entscheidet er so und der andere ja so. In der Stadt ist wieder anders als wir auf dem Land und so wenigstens ist das einheitlich gemacht worden. Und er hat die Kinderarbeit generell verboten, zumindest für Kinder unter 9 Jahren. Du merkst auch, es ist so ein Prozess. Also viel Wandlung, viel Veränderung. Ja. Also Aufbruchstimmung. Einer von den Zuhörern, der jetzt halt vielleicht die Folge gleich hintereinander hört, in der vorigen oder vorvorigen, haben es auch schon eingeführt, dass Kinder nicht arbeiten dürfen, aber da war die Grenze niedriger. Und jetzt sind wir immerhin schon bei 9 Jahren. Und man sieht, das sind alles, wie sagt man, Bewegungen oder Veränderungen. Die wohl nicht von heute auf morgen gingen, aber in die Richtung geht es halt einfach. Und ganz interessant, er wollte ja ein generelles Verbot, gell? Für Kinderarbeit. Mhm. Nein, nicht für Kinder. Kinder oder schon erlaubt. Kinderarbeit. Sigi, du darfst gleich Kinder verbieten, oder? Alle, wo nicht, wenn du Kini weißt, heute von mir sind, dann darfst du sagen, ja, alle, die wo nicht von mir sind, verboten. Ich hätte ja gar keine Zeit mehr zum Regieren. Ja, du hättest schon deine Zeit. Darum gibt es ja so gewisse Stunden. Gewisse Stunden? Daher kommt der Ausdruck. Er ist am Landtag gescheitert mit dem generellen Verbot von Kinderarbeit. Weißt du warum? Ja, weil die alle im Haushalt irgendwelche Kinderarbeiten gehabt haben, oder? Der Landtag hat gesagt, der die Volksvertretung ja ist, jetzt pass auf, das Recht der Eltern über die Verfügungsgewalt ihrer Kinder darf man nicht antasten. Wenn ich das jetzt kommentiere, ja, und wenn es bloß ein Gaudi ist, ja, dann haben wir einen Shitstorm, das glaubst du aber schon. Weißt du, wie die Kindergarten, er hat erste Kindergarten gegründet, der Max der Zweite. Das waren quasi die ersten Arbeitslager. Was? Nein, kein Arbeitslager, Kindergarten. Wenn er bis 9 Jahre gesagt hat, dass da keiner arbeiten darf. Was meinst du, wie die geheißen haben, die Kindergärten früher? Erziehungsinstitute. Noch viel geiler. Echt? Ja. Kinderverwahranstalten. Kinderverwahranstalten. Da siehst du schon, was damals noch für ein Beutel über die Kinder geherrscht hat, gell? Das war so meine Frühmasse irgendwie. Das ist genauso, wie wenn der Vater dann zum Buben sagt, mein Bub, seit du auf der Welt bist, hast du mir überhaupt keine Freude gemacht. Und dann sagt der Bub, aber vorher schon, gell, Papa? Ja, genau, aber gescheiter Bub, muss man vielleicht sagen. Er war eben sozial, hat Altenheime errichtet, seine Frau hat eine Sozialhilfe für arme Bevölkerungsschichten eingerichtet, weil er nämlich auch erkannt hat, dass die Industrialisierung, die er gefördert hat, Bayern war nicht vorn dran bei der Industrialisierung, aber die hat er gefördert. Und durch das, dass dann dieser Zuzug von der Stadt ins Land und in die Fabriken, die Arbeit, sind halt soziale Probleme aufgetaucht und da hat er halt eben geschaut, dass die irgendwo auch abgefangen werden. Was haben wir da für Industrie gehabt in Bayern? Also ein bisschen was hat es ja bestimmt gegeben. Du fragst mich jetzt, ich kann da bloß sagen, dass der Fabrik Neugründungen gefördert hat. Mhm. Ich bin nicht ins Detail gegangen. Ein Automobilhersteller vielleicht?
Ja, Nein, da waren wir Flugzeug noch nicht. Da waren wir noch nicht so weit. Automobil, das ist ja erst Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. gekommen. Da waren wir noch nicht mit dem Automobil, oder? Das war eigentlich einmal ein Thema für eine Folge. Das muss Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Autofahren ist im Vergleich in der Geschichte, was ja total nice, was sie eigentlich gestern erst erfunden haben, gell? Ja. Und morgen stampfen sie es dann schon wieder ein, gell? Ja, es wäre elektrisch oder es was es weiß kommt, ich was. Es kommt, es geht. Kommt und geht. Ja. Ja. Vielleicht fliegen wir irgendwann einmal durch die Luft. Magst du vom Max noch was wissen? Was haben wir noch alles gelernt? Willst du noch was wissen? Jetzt der hat einen Preis in Kairat. Das ist der kleine Hingerblüm, gell? Aber eine gute. Eine hübsche. Dann hat er die Olga nicht mögen. Das ist also denselben Geschmack gehabt wie die ganze Familie. Dann hat er die ganzen Wissenschaftler eingeflogen. Ja, also mit der Kutsche eingeflogen, ja. Freilich. Mhm. Mit 4 PS oder so. Mhm. Und dann hat er das Maximilianeum in Auftrag gegeben. Mhm. Was hat er dann? Er war der Stifter vom Maximilianeum. Genau. Mhm. Kinderarbeit. Oder was? Das Alter nicht reduziert, das nach oben gesetzt. Ja, genau. Dann noch mehr für den Landtag im Endeffekt abgetreten. Mhm. Was er wahrscheinlich nicht ganz freiwillig alles gemacht hat. Sicher mit nicht. Mit dem Abtreten. Ja. Mhm. Und dann hat er nur zwei Kinder. Moment, wie viel hat der gehabt? Ich habe zwei, die bekannt sind, die Prominenten. Fünf? Ich glaube, dass da noch, ich kann es dir nicht sagen, ich glaube, dass da noch, ich bin mir nicht sicher, nein, ein Bub war da dann nicht mehr dabei, also zumindest keiner, der wo überlebt hat. Mhm. Ich meine, dass da noch eine Tochter, ein Dirndl war, aber das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Also den Otto I und den Ludwig II. Aber ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch eins war, ein Kind, weil sonst hätte doch eine Königin übernommen. Weil es hat ja der Prinz. Meinst du wirklich? Ich schätze schon. Also, liebe Zuhörer, ich sage es Ihnen gleich, wenn der mehr als zwei Kinder gehabt hat, dann, also die, wo überlebt haben, dann werde ich das im Abspann noch sagen. Dann wisst man es. Weiter, Sigi? Maximilianstil, richtig. Beispiel dafür? Giesinger Kirchen. Und? Geburtendings da auf der Sonnenstraße. Frauengebäranstalt. Danke, so war's. Brutal, ja. Du hast und welcher Orden werden heute noch verliehen? Und zwar vom Ministerpräsidenten von Bayern, glaube ich, in Vertretung. Vermutlich der Maximiliansorden. Hervorragend. Welcher Straße ist seine Straße? Maximilianstraße. Brutal. Das sind schwierige Fragen. Nein, aber ist doch der Wahnsinn, ey, was wir da jetzt alles so nicht einmal eine Dreiviertelstunde alles erfahren haben. Finde ich cool. Ja. Finde ich schön. Das ist super. Also ich finde die Serie überhaupt gut. Mir gefällt der total. Ja. Man lernt so viel über Bayern und auch die Zahlen. Und sowas gibt es noch nicht. Jetzt gibt es es. Und vor allem auch nicht, gleich auf bayerischer Mundart. Gell? Richtig. Mhm. Und jetzt muss ich gleich eins dazu sagen, liebe Zuhörer. Das mit den Jahreszahlen, das haben wir ein bisschen runtergefahren, weil die merkt man sich oft nicht so. Aber was ihr euch jetzt fragt, und darum sage ich es jetzt einmal, und zwar von wann bis wann er regiert hat. Ihr wisst, 1848 ist er ohne gekommen und abtreten ist er, wie er gestorben ist, 1864. Das heißt, der war 16 Jahre an der Macht. Und wir gehen wir jetzt auch ab. Sigi, mich hat es gefreut. War wieder ein schönes Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Super Sache. Bis nächstes Mal. Pfiati. Liebe Zuhörer, was sagt jetzt ihr? Haben wir dem Maximilian II. Ein bisschen eine Farbe geben können? Der ist doch nicht ganz so farblos, gell? Wie man es immer hört. Ich muss jetzt gar nicht mehr alles zusammenfassen, was wir alles gelernt haben, von dem ich finde es total interessant. Der Sigi hat ja das alles super gut merken können. Das ist ja der Wahnsinn. Nächste Woche, im vierten Teil, geht's weiter mit seinem Burm, an Ludwig II. Und dazu, glaube ich, brauche ich wirklich nicht viel vorher sagen. Mit seinen Märchenschlössern ist er wahrscheinlich der bekannteste Kini, den wo wir in Bayern gehabt haben. Wie gesagt, nächsten Donnerstag der neue Teil. Herz wieder rein. In der Zwischenzeit macht's es gut und bleibt's grübig.